Lufthansa Miles & More Meilen Highlights Februar 2022. 89.000 Prämienmeilen pro Person bei Spezialevents. Des Weiteren 20% Meilennachlass auf alles Mögliche im Workshop. Aber dreifache Meilen gibt es auf Bekleidung, Schuhe, Schmuck und mehr. Ja, dann. Oh. Ja. Dann mal los. Ja. Frequent Traveler TV, heute mit den Meilen-Highlights Februar 2022. Mario, hallo Mario. Hallo. Und Lars hier am Rohr, wie immer. Ihr wisst ja, am Anfang gibt es den Abonnierbefehl. Ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, lacht die Glocke an, damit ihr auch immer informiert seid, wenn wir online irgendetwas Neues posten. Denn ihr wollt ja nichts verpassen aus der Welt der Meilen, der Punkte, des Status und der Aviation. Und weiter geht's natürlich wie immer mit Kommentar unten unter den Shownotes. Und ganz, ganz wichtig, like den Beitrag, denn wir brauchen den Algorithmus, wir brauchen mehr Zuschauer. Und wir danken euch natürlich, dass ihr uns heute zuschaut. Ja, ja Mario, ja, wir haben uns schon wieder Februar. Ja, wir haben uns die Meilenhighlights angeguckt. Ja. Bei dem Wort Hi haben wir aufgehört zu lesen, ne? Ja, wir hatten, glaube ich, schon bessere Monate, wo wir tatsächliche Highlights vorgestellt haben, wo man sagen kann, yo, wenn du da nicht dabei bist, hast du Pech gehabt. Ich würde sagen, im Februar ist das, wie das Wetter, ein wenig durchwachsen diesmal. Aber lass uns mal loslegen. Ja, dann mach das einfach mal, weil ich glaube, Kunst ist so dein Thema. Ja, komme ja aus einer Stadt, die einen sehr renommierten Preis für moderne Kunst vergibt. Diesmal geht es aber um den Kunstverlag Goya und Goya, den sicherlich ganz viele von euch kennen. Und dort kann man Prämienmeilen sowohl einlösen, allerdings auch bekommen beim Erwerb von ja, gewissen Kunstdrucken und beim Erwerb mindestens 5 Prämienmeile pro Euro Kaufpreis sammeln. Das ist im Prinzip ja schon relativ viel. Das kann man nicht anders sagen. Man müsste jetzt nur noch was finden, was einem gefällt. Aber es sind ja durchaus bekannte Künstler dabei. Günter Bücker zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Also Kunstverlag Goya und Goya, Meilen einlösen und 5 Prämienmeilen pro Euro Kaufpreis bekommen. Schaut mal vorbei im Workshop. Und ja, wer noch ein schönes Bild braucht, bei Lars im Hintergrund ist ja auch noch Platz, obwohl auf dem Schrank ist schlecht, der kann sich dort was bestellen. Ja, aber das nächste ist auch wieder, glaube ich, nichts für den Lars. Ne? Nee, das darfst du auch machen. Machen Sie mal, Hofmeister, machen Sie mal. Das ist Kunst auch wieder im erweiterten Sinne. Kultur. Das ist Kunst im erweiterten Sinne, in der Tat. Meilen für besondere Events einlösen. 89.000 Prämienmeilen pro Person. Lars, warum gerade 89.000? Verstehe ich nicht, aber wollen wir gar nicht diskutieren. 89.000 für bestimmte Events im Februar und im April. Im Februar ist es Klassik, ein Orchesterfeuerwerk mit den Wiener Philharmonikern. Allerdings nicht in Wien, sondern in der Alten Oper in Frankfurt. Dort gibt es ein Gastspiel am 22.02. und dort sind 89.000 Prämienmeilen fällig. Warum 89? Ich weiß es nicht. Ja, und dann, wir beide sind ja noch jung und spielen deshalb noch kein Golf. Wenn man gerne sein Golfhandicap verbessern kann, kann man das im April machen. Einen exklusiven Golfkurs im bayerischen Bad Griesbach. Das ist allerdings eine nette Location. Auch dort für 89.000 Prämienmeilen, die man einlöst. Ja, wer es mag und will, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Aber das Nächste, das ist, glaube ich, wieder was für den Lars, weil da gibt es nämlich auf ganz verschiedene Produkte verschiedene Meilennachlässe im Februar. Das ist richtig, aber ich wollte noch kurz eine Sache sagen. Das, wo man 89.000
Punkte latzen darf im Moment. Das ist das, was früher als Hon-Event oder aber auch als Senator-Event bei der Lufthansa für Umme gewesen ist. Also insofern weiß ich jetzt nicht. Also die Events waren schon tippitoppi und okay. Und Carsten Spohr ist ja auch teilweise vorbeigekommen, wenn man sich zum Beispiel bei den Berliner Philharmonikern am Gendarmenmarkt eingefunden hat. Solche Sachen. Aber es ist halt... Sind das die neuen Regelungen, dass man Transparenz und Bestechung und weiß der Geier, was da alles jetzt so ist? Oder ist das eine Maßnahme von Lufthansa, weil sie sagen, wir wollen da Punkte abbauen oder müssen Punkte abbauen? Naja, man hat im letzten Jahr zu viele Punkte vergeben. Man könnte das ja mit E-Voucher machen. Du kannst mit E-Voucher upgraden in die Business Class. Genau. Ja, dann lass uns direkt mit dem nächsten Thema weitermachen. Surprise Weeks heißt die ganze Veranstaltung, heißt also 20% Meilennachlass auf ausgewählte Produkte und das Ganze ist wieder nach Wochen gestaffelt. Da macht das natürlich auch Sinn, weil der Februar hat ja nur quasi 28 Tage. Ja. Da kannst du schön durch die 4 Wochen teilen. In der Woche 1 gibt es 15% Meilennachlass auf ausgewählte Taschen und Accessoires. Wer da nicht so der Taschentyp ist, der kann 18% auf ausgewählte Fatboy-Produkte bekommen. Ich finde Fatboy-Produkte eigentlich relativ cool. Der Name ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Viele sagen jetzt natürlich auch, das wäre in Anlehnung an mich. Ich weiß, egal, ist ja auch okay. Nein, das ist auch richtig so. Mario wird bezahlt, dass er es jetzt sagt. Du kriegst die 20 Cent, kein Problem. Du warst auf deinem Gehaltskonto. Danke dir. Gerne. Dann in der Woche 3 vom 14.02. bis zum 20.02., damit wir den Überblick der Wochen nicht verpassen, gibt es den höchsten Nachlass mit 20% auf mindestens 2 Produkte im Warenkorb. Das heißt, also da ist es irgendwie nicht gestaffelt. Also da ist das teure Produkt das, wo es 20% gibt. Würde mich jetzt mal überraschen lassen, ob das auch mit dem Rimowa-Köfferken funktioniert. Kaufst du was Teures cool. und was Billigeres? Also insofern? Ja. Flasche Wein und ein Rimowa-Koffer und schon hast du 20% Meilen Nachlass auf das teuerste Produkt. Ja, und ich Schnäppchen. Ja, und 40% Rabatt, weil du ja Alkohol mit 40% holst. So, dann Woche 4, das wäre die letzte Woche, die 21. Februar bis zum 28. Februar. Da gibt es wieder 18% auf ausgewählte KitchenAid-Produkte. Ich bin ja ein Fan von KitchenAid. Hatte ja früher aber meine Nespresso. Nee, aber die Nespresso-Maschine von KitchenAid fand ich immer hübsch. Die hatte ich, glaube ich, in Dubai. Die habe ich aber da wieder verkauft, weil die einen englischen Stecker hatte. Den UK-Plug. Aber ich trinke auch gar keinen Kaffee. Aber nun gut, man ist ja höflich, wenn Leute kommen. Dann will man ja auch vergustieren. Guter Gastgeber sein. Genau. Das nächste Thema, das nehme ich dann auch einfach direkt weiter, weil das ist so, als ob es mein Wunsch ein Befehl war, denn exklusiver Genuss mit The Traveler. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding kommt auch gefühlt jedes Mal da. Ja. Weil die Whisky-Fans kennen The Traveler aus dem, ist das nicht von Sansibar? Ja. Und da gibt es jetzt bis zu 1500 Prämienmeilen extra. Also das heißt, wenn man, glaube ich, da wartet, der Zeitraum ist ja 1. Februar bis zum 28. Februar und du holst das in der 3. Woche, könnte man mal ausprobieren, Mario, mit dem Koffer und dem Whisky. Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde mir allerdings, da ich kein großer Fan von Irish oder überhaupt Scotch heißt die Bude. Scotch Whisky bin, würde ich dann lieber den Rum nehmen. Der scheint mir auch ganz gut zu sein und ich würde dann die Flasche Rum nehmen und den Rimowa-Koffer. Ja. Dann, nachdem wir uns jetzt um die harten Männersachen gekümmert haben, kommt Mario. Ja, es geht um Spielzeug, um Kindsgut-Spielzeug, aber da gibt es überhaupt gar keinen Rabatt drauf. Da wird im Grunde nur erklärt, dass man diese Marke jetzt auch im Lufthansa Workshop findet. Kindsgut-Spielzeug. Ich persönlich kenne es nicht, aber es gibt Murmelbahnen und Kuscheltiere. Eine tolle Sache. Schön finde ich, dass auf der Werbung gar kein Kind abgebildet ist, sondern zwei Eltern, die inmitten von Spielzeug sitzen. Keine Ahnung, wer da das Marketing leitet, aber Kindsgut-Spielzeug. Der ein oder andere von unseren Zuschauern wird es sicherlich kennen. Das gibt es jetzt zumindest
im Workshop ohne Rabatt, außer ihr kauft das Zeug in einer Woche, wo es 20% auf das teuerste gibt. Dann wäre da natürlich auch ein Rabatt möglich. Ja, das nächste, das ist ja mehr wieder was für dich als alter Fitnessguru, ne? Natürlich, natürlich, wobei ich dir vielleicht die Werkbank von Kinsgut empfehlen würde. Auf jeden Fall aktiv zu neuer Vitalität, gesunder Ernährung und körperlicher Fitness leicht gemacht. Das war natürlich von Mario ein Wink mit dem Zaunfall, nachdem er eben die 20 Cent sich eingeheimst hat, vertraglich natürlich gesichert, hat er sich das jetzt wieder als Retourkutsche geholt. Die Lufthansa Wirtschaft hilft dabei, dass ihr eure guten Vorsätze, ich meine jetzt nach 31 Tagen des Jahres, dass die rum sind, kann man ja mit den Vorsätzen auch mal versuchen anzufangen. Genau. Gibt es eine inspirierende Produktauswahl und dieses bringt dann eine ausgewogene Ernährung, Spiel und Spaß. Also insofern könnt ihr ja mal reinschauen, inwieweit ihr da auch mit Workouts oder aber auch smarter Erfolgsmessung, wie man hier so schreibt, voranschreitet. Wobei ich jetzt der Ehrlichkeit halber auch hier feststellen muss, genau wie bei Kinsgut, es ist einfach nur eine allgemeine Werbeveranstaltung ohne einen Hinweis auf Rabatte. Das heißt also, ihr bekommt nur die normalen Punkte und Vorteile bei Miles & More Worldshop-Veranstaltern. Wo es mehr Meilen gibt, ist doch für unsere Freunde der Amazon-Gilde. Immerhin dreifache Prämienmeilen, allerdings auch nicht auf alles. Auf Bekleidung, Schuhe, Schmuck und mehr. Was immer mehr in dem Falle bedeutet. Spielzeug zum Beispiel, Accessoires. Ja, was ich spannend finde, ist ja, dass es diese dreifachen Meilen ja nicht nur gibt, wenn du bis 500 Euro einkaufst. Ab 500 Euro gibt es ja nur noch zweifache Meilen. Hast du das gesehen? Ja. Wer den Einkaufswert von 500 Euro sammelt zusätzlich zwei Prämienmeilen pro 1 Euro auf den gesamten Einkaufswert. Zusätzlich. Ah, okay. Siehst du, wenn ich lesen kann, braucht Mario. Ja. Also genau. brauchst doch keine neue Brille, habe ich dir ja gesagt. Ja, und Neukunden erhalten natürlich wie immer zusätzlich 2000 Prämienmeilen. Aber wer von unseren Zuschauern ist da eigentlich noch Neukunde? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also wenn hier ein Neukunde bei Amazon zufällig zuschaut, mal bitte kommentieren. Irgendwie hat doch jeder da schon mal was bestellt, der eine mehr, der andere weniger. Also ich kenne zumindest niemanden, der von Amazon noch nie irgendwie was gehört, gesehen oder bestellt hat. Ja, also das ist natürlich das Dilemma. Also Neukunde bei Amazon ist schwer, ist genauso wie Neukunde bei Uber. Also insofern, jeder hat die Bude schon bestellt, wer viel reisender ist, nutzt Amazon. Ich hatte ja auch den Trick mit der Amazon-Bestellung in den USA gezeigt und dann auch den Prime-Account, den man sich dann für 30 Tage zieht, um bei Whole Foods auch noch Rabatte zu kriegen. Wenn man in den USA ist, ist das ja alles möglich. USA ist das Thema, das ist das Heimatland von Marriott Hotels. Die sind ja auch gefühlt jede Woche neu mit dabei, jeden Monat neu mit dabei, jedes Jahr quasi Dauerkundschaft. Ja. Da kann man bis zu 10-fache Prämienmeilen sammeln pro US-Dollar. Heißt also, man bekommt 8 Prämienmeilen pro ausgegebenen Dollar. Und wenn man noch bei Marriott Bonvoy Mitglied ist, bekommt man nochmal zusätzlich 2 Meilen pro US-Dollar. Das heißt also, es gibt nicht die Punkte auf die Steuern, das ist ganz wichtig. Das ist nur auf die reine Übernachtung. Da sind sie ein bisschen kniepig. Aber ansonsten, was soll ich dazu sagen? Es gibt kein Double Dipping, ne? Also irgendwie, das verstehe ich halt immer so nicht so ganz, ne? Also, wenn man jetzt das anguckt, dann bekommt man halt die Punkte, aber Reisezeitraum ist ganz, ganz wichtig. Also Buchungszeitraum, wie immer, ist natürlich der 1. Februar bis zum 28. Februar. Der Reisezeitraum ist der 1. Februar bis zum 30. April. Also das heißt, ihr müsst jetzt nicht im Februar gucken. Zumal, wenn ihr die Promotion mitmacht, die es gerade bei Marriott gibt, wo es doppelte Punkte gibt, das ist kein Double Dipping. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr die Punkte sammelt bei Marriott oder bei Miles & More. Ja. Das ist das Thema. Ja, das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Mietwagen, Mario, du hattest ja in den USA Mietwagen angemietet. Die waren auch beim letzten Mal schon dabei, ne? Die waren, glaube ich, beim letzten Mal auch schon dabei, Herz und auch Sixt, so wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben unterschiedliche Prämien, die es bei den Vermietern gibt. Bei Herz gibt es
1000 Meilen für Anmietungen 1 bis 2 Tage, 2000 Meilen für Anmietungen 3 bis 4 Tage, Mietungen von 5 bis 6 Tagen, 3000 Meilen für Anmietungen von 7 bis 10 Tagen, 1500 Meilen für Anmietungen zwischen 11 und 14 Tagen, 4000 Meilen für Anmietungen zwischen 15 und 16 Tagen, 4500 Meilen für Anmietungen zwischen 17 und 18 Tagen. Und wer ganz lange in den USA beziehungsweise überhaupt irgendwo im Urlaub bleibt, der kriegt 5000 Meilen, muss aber mindestens zwischen 19 und 21 Tagen den Wagen anmieten. Auch hier, man muss nicht sofort los, der Buchungszeitraum ist sogar relativ lange. Das heißt, es wird in den nächsten Monaten quasi wieder auftauchen, weil man kann zwischen dem 1.2. und dem 30.4. buchen. Das heißt, nächsten Monat kann man das quasi nochmal verhackstücken. Und der Anmietzeitraum, der geht sogar noch länger. Der ist auf 1.2. bis zum 30.6. dieses Jahres. Also kann man schon sozusagen für seinen Sommerurlaub, für den Verfrühten, da was mieten. Ganz genau. Ja, willst du was zu Six sagen? Ja, im Prinzip ist das die Prämie mal etwas anders. Genau, also das ist ja etwas anders bei Sixt geregelt, weil bei Sixt ist das so, dass man da zehnfache Prämienmeilen sammeln kann. Man hat da nicht die fixen Prämienmeilenwerte genau so gestaffelt, sondern anders gestaffelt. Man kriegt für einen Tag kriegt man nur 500 Meilen, für 2 Tage kriegt man die 1000 Meilen, bei dem anderen gab es halt 1000 sofort, 1500 für 3 Tage. Also das heißt, ihr seht, es ist nach Tagen gestaffelt und je mehr Tage ihr macht, desto mehr Punkte bekommt ihr, also immer 500 mehr. Hat also nicht mehr diese, soll man es Sweet Spot nennen, weil wenn du zum Beispiel 5000 Punkte machst, ist es bei Herz 19.000 bis 21 Tage, bei Sixt aber nur 10 Tage. Das heißt also, da hat es sich gedreht, bei 9 Tagen hat es sich auch gedreht, weil da wären es nur 3000 und bei Herz und 4500 bei Sixt. Also insofern auch hier der Buchungszeitraum 1.2. bis zum 28.2., aber der Buchungszeitraum ist auch einen Monat, nee Quatsch, das ist ja bis Juni gewesen, das ist ja 3 Monate kürzer. Heißt also, man kann ab 1.2. bis zum 31.3. mieten, hat also 2 Monate Zeit. Ich selber natürlich finde Sixt etwas besser als Herz, gerade in Europa, aber das ist dann halt wie immer Geschmackssache. Ist so. Wer darf noch nicht fehlen und macht den Abschluss eigentlich bei uns fast immer? Das ist Hotels, Cars and by Points oder wie das so heißt. Ja. Die sind auch gefühlt immer dabei. Und da gibt es 15% Meilennachlass auf Hotel- und Mietwagenbuchungen. Und das zitiere ich jetzt mal. Jetzt buchen und flexibel verreisen. Im Februar gibt es 10% Meilennachlass beim Einlösen von bis zu 55.000 Prämienmeilen. Sowie 15% Meilennachlass beim Einlösen von 55.000 und einer Prämienmeile. Das Angebot gilt ab einer Einlösung von 3.000 Meilen. Der Buchungszeitraum auch hier den ganzen Februar vom 1.2. bis 28.2. und der Aufenthaltszeitraum ist in dem Fall flexibel. Ja, das ist flexibel, heißt wahrscheinlich in dem Fall maximal 365 Tage oder 360 Tage irgendwas in dem Dreh, weil das ist so die regelmäßige Zeit, in denen Hotels und Fluggesellschaften denken. Also insofern hätte man da vielleicht einen Endzeitpunkt nennen können, aber flexibel ist ja immer besser. Aber auch hier gilt wieder der Hinweis, wenn ihr bei den Kollegen bucht, gibt es natürlich keine Status-Benefits. Also das muss man natürlich ganz klar sagen, weil das wie ein OTA, also ein Online-Travel-Agency ist. Also insofern sind wir auch schon durch die Punkte. Schreibt uns einfach unten in die Kommentarspalte, nachdem ihr uns abonniert habt, dem Abonnierbefehl gefrönt habt und die Glocke angemacht habt, was ihr zu den Highlights denkt. Ob ihr bei dem Wort High auch aufgehört habt und nach den Lichtern gesucht habt und nicht gefunden habt. Und das Ganze ja, ich weiß nicht, ist das, die Angebote sind irgendwie so irrlichtert. Ich finde das Wortspiel gerade lustig. Ja, sind sie. Also, keine Ahnung, vielleicht ist der Februar, der hat halt wenig Highlights im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eigentlich wäre doch das gar nicht so schlecht, jetzt ein paar gute Angebote zu machen, um sozusagen für den Sommer schon was zu buchen.
Eigentlich müsste man doch jetzt damit anfangen, die Leute zu locken, dass sie schon mal ihre Sommerurlaube irgendwie festzuholen. Jetzt ist doch die beste Zeit. Aber mal sehen, was uns im März zu erwarten. Ganz genau. Und natürlich, was uns in den Meilen-Schnäppchen heute erwartet. Vielleicht kommen da irgendwelche Schnäppchen, die uns überraschen, die ganz toll sind. Also insofern, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und den Meilen-Highlights Februar 2022, in der Hoffnung, dass wir mehr Highlights euch im März 2022 bieten können. Also, bis dann. Ciao. Ciao.